So nach dem Motto, jetzt aber wirklich ins neue Internet, begrüße ich euch heute zum IPv6-Vortrag. Göstas Mekal, den einige von euch, gibt es wen, der ihn noch nicht kennt? Einige von euch schon kennen? Ja, okay. Göster ist zurzeit als Unternehmensberater unterwegs, stimmt das? IT-Consulting, okay, ja, sorry. Nein, man muss da schon genau sein. Ich finde es besonders toll, weil er einer der wenigen ist, die wirklich große Linux-Installationen in Österreich auf Schiene gebracht haben. Und er hat auf vielen Gebieten sehr viel Ahnung. Ich glaube, das ist auch nicht dein erster IPv6-Vortrag. Und ich fürchte, es wird auch nicht der letzte sein. Würde ich sagen, fangen wir an. Idealerweise schaltet man das Ding ein und es läuft. Ja. So wie das unser Kameramann macht. Das Video wird wieder auf der Luger Homepage, weiß jemand den Link, verfügbar sein. Ich nehme an, in Kürze praktisch. Das ist ja so gut wie schon drauf, stimmt's? Na gut, okay. Also, legen wir los. Ja, wenn es Fragen gibt, nachdem es ein Workshop ist, bitte schön immer achten darauf, dass wir was vom Mikrofon hören, damit die, die sich das Video dann anschauen, auch was davon haben. Ich lege das Mikrofon da vorne her. Oder der Göster wiederholt dann. Oder, genau. Sehr gut. Okay. Also, dann loslegen. Gut. Danke für die einführenden Worte. Ja, wie der Olaf schon gesagt hat, eingeschalten habe ich schon, es hat sich wieder ausgeschaltet. So, hast du mich jetzt? Ja. Gut, dann machen wir das jetzt mit dem Akku-Ladestand beobachten. Ja, also nochmal danke für die einführenden Worte. Wie der Roland schon bemerkt hat, das wird ein Workshop werden heute. Also ich werde keine Folien zeigen und ausnahmsweise mal nichts Großes Theoretisches erzählen über IPv6. Davon habe ich jetzt genug und das werden wir hoffentlich nicht mehr in diesem Ausmaß brauchen. Für technische Detailfragen stehe ich dann gerne hinterher zur Verfügung. Und ja, ich bin kein Neuer mehr hier in diesem Gremium und vielleicht war der erste Gedanke von dem einen oder anderen, der jetzt heute hereingekommen ist, der schon wieder. In diesem Fall eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ich habe nicht vor, die Luger-Vorträge oder die Out-of-the-Box-Vorträge zu monopolisieren. Also wenn jemand Lust hat und Interesse hat, einen Vortrag zu halten, ein interessantes Thema auf Lager hat, dann sich bitte bei uns zu melden. So, grün habe ich. Grün habe ich. Hast du Ton? Ja. So, also. Ja, also hier nochmal kurz der Aufruf in eigener Sache. Wir, die Luger, suchen immer wieder interessante Vortragsthemen und engagierte Vortragende. Traut euch einfach auch, wenn jemand noch nie einen Vortrag gehalten hat. Die Qualität muss nicht den allerhöchsten Ansprüchen genügen. Das sieht man ja bei meinen Vorträgen. Die sind zum Teil chaotisch und unvorbereitet. Also nur zu, bringt eure Themen ein und wir würden uns sehr freuen auf ein bisschen Abwechslung im Programm. Gut, jetzt aber zum heutigen Thema. Am 6. Juni war World IPv6 Launch Day und auf der entsprechenden Website wird also hier groß angekündigt, dass die Welt seither anders ist. Hat sich irgendwer bemerkt? Ich auch. Wahrscheinlich hat sich für die wenigsten von uns wirklich was geändert, weil der Zugang zum IPv6-Internet ja immer noch einigen wenigen Privilegierten vorbehalten ist. Und das wollen wir heute ändern. Dazu werden wir, kurzer Ausflug, was wollen wir heute machen. Ich habe hier vorbereitet zwei PCs, die haben beide hier im Netz Internetzugang über IPv4.
Und diese beiden PCs, der eine ist ein Windows-Rechner, der andere ist ein Linux-Rechner, werden am Ende der Veranstaltung beide das IPv6-Internet besuchen können. Und das kann man auch hier nachvollziehen. Ich sehe, es gibt einige, die Notebooks mitgebracht haben. Da sind die WLAN-Zugangsdaten. Es gibt also ein WLAN hier, da kann man also alles dann schön mitmachen und ausprobieren. Ja, jetzt muss ich doch kurz ausschweifen am Anfang. Wie schafft man das jetzt, wenn wir im IPv4-Internet sind? Wie soll ich das schaffen, meinen PC ins IPv6-Internet zu kriegen? Da müsste ich doch jetzt mit dem hiesigen Netzwerkadministrator sprechen und dem Internetprovider, und da müssen wir doch irgendwelche Dinge tun und machen und bauen und ändern und einstellen, konfigurieren. Ist alles nicht notwendig. Es gibt da nämlich eine nette Technologie, die nennt sich Tunnel Broker. Also die Technologie ist nicht Tunnel Broker, die Technologie ist IPv6 in IPv4 zu tunneln. Und dazu gibt es sogenannte Tunnel Broker. Und diese Broker machen im Prinzip das Gleiche wie die Broker in der Finanzwelt. Sie bringen die, die sich für was interessieren, mit denen zusammen dies anbieten, nur ohne den unschönen Nebeneffekt, dass sie dabei kleine Volkswirtschaften ruinieren. Das heißt, ich kann also meinen PC mit einem Tunnelbroker mit dem IPv6-Internet verbinden. Davon gibt es jetzt einmal zwei. Da möchte ich mal kurz die Websites aufschlagen. Der eine ist, und den werden wir jetzt mal verwenden, der nennt sich GoGo6 und ist auf gogo6.com zu Hause. Der hat früher mal FreeNet6 geheißen, hat sich dann irgendwie umbenannt. Dieser Service ist für nicht kommerzielle Nutzung kostenlos. Man kann sich dort anmelden, das kann ich dann auch herzeigen kurz, ist aber nicht notwendig, und einen Client auf seinem Rechner installieren. Der verbindet sich mit einem Tunnel-Broker-Server und der sagt ihm, wo es am schnellsten für den Client ins V6-Internet geht. Und von da an ist alles V6. Zweiter Ansatzpunkt ist, hat einen wunderschönen Namen, 6XS. Die haben aber jetzt .NET. Die verfolgen einen etwas anderen Ansatz. Ja. Gerade abgerissen. Ja, ich stehe irgendwie an. Also jetzt wieder. DNS hat, glaube ich, gerade einen Haken geschlagen. Doch, da ist er. Also, 6XS schreibt sich so wie die englische Zahl 6 und dann XS für Access, für Zugang. 6XS hat einen Vorteil. Es hat, ja, da muss ich kurz muss ich schon noch verflixt, ich muss doch noch so viel sagen. Also was macht der Client? Der Client verbindet sich nämlich auf dem ganzen Globus, sind ein paar von diesen Tunnel-Servern verbunden. Das sind einfach Server, die haben Verbindung ans native V6-Internet und nehmen Client-Verbindungen entgegen, die dann diesen Tunnel aufbauen. Der Client verbindet sich also mit einem Server irgendwo, tunnelt seinen ganzen Verkehr dorthin und bricht von dort dann ins eigentliche Internet aus, so wie man früher also mit dem Modem sich irgendwie zu seinem Provider verbunden hat, wenn nicht jeder den DSL-Router zu Hause stehen gehabt hat, geht das da mit diesen Tunnel-Servern ähnlich. Und der Knackpunkt ist natürlich, wenn der Tunnel-Server weit weg steht, dann habe ich relativ hohe Laufzeiten bis zum Tunnel-Server, deswegen ist es ganz gut, wenn die global etwas besser verteilt sind. Go6 betreibt derzeit einen in Montreal, einen in Amsterdam, einen in Sydney und irgendwo in Asien noch einen, und das war's schon. Während 6XS hat ein paar mehr. Das sieht man hier auf der Karte. Also die sind auch ganz gut vertreten, zumindest im europäischen Raum. Das startet nämlich, es sind zwei Schweizer, die das gestartet haben. 6XS erfordert aber eine Anmeldung. Also ich wüsste nicht, dass man sich anonym bei 6XS mit 6XS verbinden kann. Gut. Genug. Kannst du bitte das Call, was ich mir die Karten
Ah, ja, ja, stimmt. Danke für den Hinweis. Da ist also, da sind die europäischen Tunnelpunkte. Freiwillige vor. Aber immerhin, also rund um Österreich gibt es ein paar. So, ja, jetzt, wie ist denn hier so die Verteilung der mitgebrachten Rechner? Wie viele Rechner haben denn Linux on board, die jetzt da sind? Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, viele. Gegenprobe, wie viele Rechner haben Sie mit Windows? Wer ist mit Windows-Rechnern angeregt? Einmal, zweimal. Oh, da gibt es einen Mac OS X. Ah ja, das Obst leuchtet. Okay. Ich fange jetzt also aufgrund der hohen Provenienz mal mit der Linux-Seite an. Na, umgekehrt, Blödsinn. Ich muss nämlich für meine Windows-Installation was runterladen. Ich fange mal mit der Windows-Seite an. Ich habe da mal so eine kleine Seite hergerichtet in meinem Webspace. Die spuckt, also der URL ist quintus.smekal.at. Der spuckt da alles das aus, was ihm der Browser freiwillig im Header mitschickt, sprich den Browser-String und vor allem die IP-Adresse. Und was der Kerl dann noch macht, ist, er macht dann eine Whois-Anfrage und stellt diese Whois-Daten auch dar. Das heißt, wir sind da eben in Österreich, das sehen wir schon. Da ist der Netzblock. Der gehört. Genau, wo ist denn das? Video Broadcast, interessant. Ja, also das ist die Information über das Netz, aus dem wir kommen. Das wird sich dann nämlich ändern, werden wir gleich sehen. Was ich jetzt hier mache ist, ich brauche also den GoSix Client für meinen Rechner, um das mich zu verbinden. Und dazu habe ich da hinten dran einfach kann man den URL lesen? Ja, also quintus.smekal.at/go6. Da habe ich die Clients heraus also zur Verfügung gestellt. Die kann man sich jetzt runterladen. Der oberste ist der Source für Linux und die anderen sind die Windows Clients. Da gibt es also diese Release HXS da oben, die größeren, die haben einen integrierten Webserver, habe ich jetzt irgendwie mitgekriegt. Da kann man noch einige Dinge mehr machen. Ich nehme einmal den kleinen da unten. Das ist also der reine Tunnelbroker Client. So, der wird mal gespeichert. Und auf meinem Rechner, das ist also ein frisch installiertes XP von irgendeiner OEM-CD, die irgendwo herumgekugelt ist bei mir. Und deswegen fehlt dem außer dem Firefox so gut wie alles. Aber der wird sich jetzt nämlich gleich fürchterlich beklagen. Na, müssen wir das ausführen. Executable, ja. Ich bin aber so sure, dass ich das launchen will. Darf ich. Ja, und dieser GoGo-Client braucht das .NET Framework in der Version 2.0. Das ist wahrscheinlich auf moderneren Windows-Installationen da oder man tritt sich mit irgendeiner anderen Software meistens wahrscheinlich ein. Der wird sich jetzt holen, deswegen habe ich mit dem Kerl angefangen. Gleich. Ja, da. So, aha, das war mein zweiter. Also die Clients liegen nochmal, die GoSix Clients kann man runterladen bei mir jetzt von quintus.smekal.at/go6, also GO6. An sich kriegt man es natürlich bei gogo6.com auch. Dort muss man sich allerdings auch mit der E-Mail-Adresse mal registrieren. Das ist auch kostenlos, aber
das wäre jetzt, also die schicken dann eh eine Antwort-Mail zurück und dann muss man das sich da freischalten lassen, pipapo. Irgendwie haben wir jetzt entweder wieder DNS-Problem. Ja, aber ich glaube, Microsoft.com dürfte eher einer von den höher verfügbaren sein. Das gefiltert ist, kann natürlich sein. Gut, während der da tut, schauen wir das mal an. Debian, das ist der zweite Rechner, das ist die Debian. Also es ist eine Linux-Kiste mit Debian drauf. Schaut nach außen hin genauso aus, kommt mit der gleichen Adresse, mit der gleichen IP-Adresse an. Warum? Wir sind hier, wie mir der Roland vorhin gesagt hat, zweifach durch NAT-Devices durchgejagt. Also unsere IP-Adresse geht auf irgendeine offizielle von irgendeinem DSL-Router da im Haus oder so. Das heißt, die kommen alle mit der gleichen IPv4-Adresse jetzt beim Server an. Und da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Also ja, genau. Mal schauen, ob wir das schon runtergeladen haben. Ja, genau. Also auf dem Rechner habe ich das schon runtergeladen. Gleiche Geschichte, quintus.smekal.at/go6. Bin ich verflucht oder haben wir ein Konnektivitätsproblem? Schaut durchwachsen aus. Aber es geht doch. Ja. Also ich habe dieses GoGoC1_2 Release Tag etc. runtergeladen. Das habe ich vorher schon gemacht und an einem passenden Platz ausgepackt. Dann werde ich root, damit ich Software installieren kann. Und gehe da in dieses GoGo-Verzeichnis hinein. Mir ist 100% bekannt, dass Debian einen GoGo6-Client mit hat. Also wer ein Debian oder Debian-basiertes Ubuntu, Mint, was auch immer Linux-System hat, macht jetzt einfach apt-get install GoGoC und dann zieht er alles mit, was er braucht. Das Ganze gibt es sicher für Fedora, Red Hat mit YAM irgendwas und für SUSE mit Yast-i und sonst was. Ich habe es einfach für die anderen Distributionen nicht verifiziert, aber für Debian gibt es das auf jeden Fall. Wer das allerdings nicht hat für seine Lieblingsdistribution, der geht also diesen Weg. Der schaut sich einmal an, was es da gibt. Da gibt es ein File, das nennt sich install. Und wenn man da reinschaut, dann ist das auch lang und ausführlich. Das Wichtige ist, hier in diesem Bereich, also wie kann man es besser lesen, wenn ich es... Das ist besser, okay. Also für diese Libraries, OpenSSL, libcrypto, pthread, libsocket, braucht man die Development-Pakete installiert der jeweiligen Distribution. Das ist also in der Regel libcrypto-dev und ähnliche Geschichten. Wie gesagt, wenn man das Paket installiert, braucht man es nicht. Also wenn jetzt apt-get install GoGoC macht, das ist aber fad, dann braucht man das alles nicht. Ich habe das im Rechner schon vorbereitet. Und etwas weiter unten steht dann noch unter zweiten Punkt, das ist eine angenehme Nachricht, Configuration. As of now, no configuration script is provided. The current setting is generic and will in most cases work without modification. So gute Nachrichten. Das heißt, man macht dann einfach ein Make, Platform ist gleich, all schaut dann so aus. Ich stehe also da in dem Source Directory, sage Make, Platform ist gleich Linux, all. Dann geht der her, rödelt eine Weile herum. Und ich habe geschummelt, ich habe es schon kompiliert. Make hat gefunden, die Binaries sind schon da. Es hat auf meiner virtuellen Maschine da wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit gedauert. Und ich habe die Programme schon fertig. Und danach kommt Installation. Make install dir ist gleich. So, das kopieren wir da raus. Den Pfad, wo man es hinhaben will.
Schnapp. So, dann installiert er das Ding. Jetzt brauchen wir das eigentlich nur noch ausprobieren. Ich gehe da mit der Unterkante wieder ein bisschen rauf, wahrscheinlich besser. So, kann mir irgendjemand noch folgen? Nein, eher nicht. Ich habe einen Compiler-Fehler. Du hast einen Compiler-Fehler. Ah, was sagt er denn der Compiler? Was sagt er denn der Compiler? In-Member Function. Also. Primary Expression before Comma Token. Ah, was hast du für ein System? Das überrascht mich jetzt. Sollten wir mal schauen, ob es ein RPM gibt. Vielleicht. Schauen wir mal kurz. Nein, SUSE. Ja, also da dürfte schon 64 oder 32 Bit. Also, na, dann ist das eh. Naja, aber ich nehme an, du wirst irgendein ein RPM dafür finden. Sonst können wir uns das nachher nochmal im Detail anschauen. So, also ich habe da jetzt meine Binaries und so. Das heißt in USR local gogoc gibt es jetzt ein Binnenmannen-Template. Mit dem Template müsste es eine Conf, nein? Blödsinn, im Bin gibt es, glaube ich, die Conf. Genau. Beim Paket, nein, also wenn man das Paket installiert, das Debian-Paket ist vorkonfiguriert für einen anonymen Zugang zum Tunnelbroker. Auf der physischen Maschine da, wenn wir uns das da anschauen, habe ich da schon so ein Tunneling-Device mit einer IP-Adresse. Der hat schon den GOSIX-Client drauf. Also da habe ich schlicht und einfach das Paket installiert. Und das Einzige, was man da braucht, man braucht gar nichts machen. Also im Prinzip startet das Ding von selber. Was sein kann, was das Debian-Paket nämlich nicht macht, ist, es lädt das Kernel-Modul für das Tunnel-Device nicht. Da habe ich das letzte Mal, wie ich das installiert habe, gestaunt. Ich habe das installiert, gestartet und habe gesagt, kann nicht starten, finde kein Device. Und dann bin ich jetzt drauf gekommen, dass dieses Kernel-Modul TUN nicht geladen ist. Also das schaut. Ups. Ja, völlig unspektakulär. Das Kernel-Modul, das man braucht, heißt TUN für Tunneling. Und das ist eben dafür zuständig, dass es diese virtuellen Netzwerk-Devices für die Tunnel bereitstellt. Ich schaue jetzt nochmal geschwind, ob der Windows-Knecht da sein .NET-Framework endlich runterladen kann. Also unter Debian Squeeze Installation ohne grafisch, also ohne Desktop. Was das Interessante ist, ich habe ein TAM-Device, wenn ich hier config sage. Ja. Aber das LS-Mod sagt man nichts an. Bist du root? Nein.
Seltsam. Ja, vielleicht ist es nicht das. Das ist statisch einkompiliert. Könnte natürlich sein. Es ist kein Ubuntu-Kernel. Vielleicht hat es der Ubuntu-Kernel schon fix mit. Gut. Wie dem auch sei. So. Also unter Debian, ich nehme an, für die anderen Distributionen ist es auch so, wenn man ein fertiges Paket von dem GoGo 6 Client hat, braucht man nichts kompilieren und nichts tun. Eventuell muss man eben schauen, dass dieses Tunneling-Device da ist. Und dann schauen wir uns mal diese. Also ich habe ein OpenVPN laufen, da gibt es ein Tun-Interface. Ja. Aber mit LSMode kriege ich auch kein Tun. Hast du auch Ubuntu? Okay, scheinbar gibt es unter Ubuntu das Tunneling-Device schon im Kernel, das könnte sein. Was interessant ist, die HD-Adresse hat auf all 0 gesetzt. Vom Tunnel? Ja. Tunnel ist ja kein, ein Tunnel-Device ist ja kein physisches Device und damit spielt es am Mac Layer nicht mit. Und damit braucht es keine Hardware-Adresse. Ja. So, was jetzt spannend noch ist, ist diese gogoc.conf. Das Schöne ist nämlich, die brauche ich jetzt einmal für den ersten Durchgang überhaupt nicht angreifen. Die hat da irgendwo dann drinnen ein User-ID und ein Pass-WD. Das kann man vergeben, also wenn man sich beim GoGo 6 anmeldet als User, dann kriegt man die dort zugewiesen. Und mit dieser Username- und Passwort-Kombination habe ich mehr Möglichkeiten als im anonymen Zugang. Das eine ist, ich kriege immer wieder dieselbe IPv6-Adresse. Das ist kein Problem, es gibt ja genug davon. Also ich nehme meine Adresse mit, egal von wo ich jetzt mich mit diesem Rechner ins IPv6-Internet verbinde. Dann kriege ich auch einen DNS-Eintrag, nämlich auf diese User-ID. Das kann man dann am physischen Rechner uns anschauen, den kann man dann pingen. Und das nächste ist, ich kann mir ein ganzes Netzwerk, also nicht nur ein, ich kriege sowieso ein /64-Netz, aber ich kriege 256 Netzwerke zu meiner Verfügung, wenn ich mich dort anmelde, die ich dann beliebig aufteilen kann und ich kann mir einen Routerknoten bauen. Das heißt, ich kann, da können wir dann gerne einen zweiten Workshop einmal machen drüber, wenn es Interesse gibt, ich kann mir dann so mit meiner Kiste dann hier einen quasi Tunnel-Endpunkt für das lokale Netzwerk bauen und kann ein ganzes Netz mit dem IPv6-Internet verbinden. Dafür brauche ich dann eben diese User-ID und das Passwort und dann stellt man dann unten die Authentication um, aber das schauen wir uns dann auch alles später an. So, dann brauche ich eigentlich jetzt nur noch diesen GoGoC aufrufen. Wie geht das? Mit -help sagt er uns, was er da ganz gerne hätte. Und wenn ich jetzt da -n schreibe, dann bleibt er im Vordergrund und ich sehe dann auch, was passiert. Schauen wir mal, was er tut. Ja, wahrscheinlich ist da die Debug-Level ganz, ganz runtergedreht. Er wird wahrscheinlich nur mit uns sprechen, wenn es ihm ganz schlecht geht. Sagt er bei dir? Ja, der GoGo 6 Client ist ein bisschen einfältig programmiert. Man muss in dem Working Directory stehen, wo das Config-File liegt. Oder sonst mit -f den Pfad angeben. Das gogoc.conf heißt das File. Also, ja, man muss sowieso root sein, um den Tunnel zu starten. Das muss man sowieso sein. .conf heißt das. Also, es liegt in, wenn man es jetzt von den Sourcen installiert hat, dann liegt das Ganze in usr-local-gogoc/bin. Da bin ich vorher ein bisschen schnell drüber gegangen, ja. Das sieht man da herum in dem Bereich, da gibt es also eine GoGoC, das ist das Binary, der eigentliche Client. Dann gibt es ein GoGoC.conf und ein GoGoC.conf.sample. Hast du es von den Source installiert oder aus dem Paket? Aus dem Paket, dann ist es in /etc/GoGoC. Ich stehe auch in dem Verzeichnis. Und er sagt noch immer, dass ihm was nicht gefällt. -n. Gogoc -n. Der Fehlt der Open Specified File.
dass sich nichts böse fühlt. Der Pfad zum Binary stimmt aber, zum GoGoC. Nachdem es. Und sonst gibt es halt mit minus F an das File. Also ich kann das auch so, ich gehe jetzt einmal. Nein, es ist ein S-Grund, ich muss wahrscheinlich root sein. Du musst unbedingt root sein, ja, um ein Tunneling-Device aufzumachen, musst du root sein. Da führt kein Weg vorbei. Das ist es. Aber was mir dann noch nicht gefällt, ist, dass wir noch keinen Tunnel haben. Fail to connect to server, ja. Nach einer Weile wird er sagen, dass er sich nicht zum Server connecten kann, weil es offensichtlich im Moment nicht funktioniert. Mir geht's. Aha. Du hast für was es uns gegangen war. Ich gebe UIP-Adresse. Ja, irgendwann schreibt er dann eine IP-Adresse raus. Die hat er sofort hergegeben. Also irgendwie, da hast du ein schlechtes Connected. Ich weiß nicht, was im Schritt. Ja, also der Network Manager ist relativ zufrieden mit der Empfangsstärke da. Jetzt beim zweiten Start braucht er. Gut, meine physische Maschine ist verbunden. Jetzt ist da. Schauen wir mal, was würde denn passieren, wenn ich mich jetzt hier. Ups. Ja. Also meine physische Maschine ist über diesen Tunnel verbunden. Und. Ups. Was ist das für ein Tunnel-Typ? Ist das über TCP oder UDP? Kann es da Problem geben, wenn wir da zu viele am selben IP sitzen? Möglich ist alles. Ja, also da ist jetzt die gleiche Seite von vorhin, wo wir so vorher diese 200-Adresse gesehen haben. Und da sehen wir jetzt schon, also die IP-Adresse ist definitiv eine IPv6-Adresse. Und in der Whois-Abfrage. Sagt er auch schon, dass das von GoGo 6 kommt, dieses Netz. Ich schaue jetzt mal kurz, dass ich die Windows-Seite auch zum Laufen kriege. Das .NET Framework will. Damit wir uns das auf der anderen Plattform auch anschauen. Dort ist es nämlich ähnlich. Schmerzfrei. Also wie gesagt, das, was ich jetzt gezeigt habe, war der Worst Case. Es gibt kein Paket für meine Plattform, also muss ich es von den Sourcen bauen und man sieht mit diesen zwei Schritten, Make mit dem Geschichtel und dem Make Install, dir ist gleich, rennt das. Natürlich geht heute nichts mehr ohne JavaScript. Der Windows-Client ist ähnlich anspruchslos. Das werden wir gleich sehen. Man lädt ihn runter, startet ihn und die Verbindung ist da. Bestürzenderweise kümmert er sich sogar selbst um Administratorrechte. Das wundert dich. Wie, wo, was?
jQuery wirst du wohl nicht brauchen. Ja, ich will sie ausführen. Ja, da höre ich gerade eine sehr interessante Nebenfrage, dass wir im Betriebssystem überhaupt nichts umstellen mussten, damit der Tunnelbroker sich mit dem IPv6-Internet verbinden kann. Das ist mittlerweile in den großen Distributionen alles vorbereitet. Also der Linux-Kernel ist schon längst IPv6-fit und die ganzen User-Space-Tools, das werden wir uns dann auch anschauen, wenn wir ein bisschen herumpingen können und so, damit wir sehen, dass das jetzt wirklich andere Adressen sind, wie sich das anfühlt. Das ist auch schon alles schon seit Jahren da und fertig. Es fehlt wirklich einfach an der letzten Meile. Das wäre wahrscheinlich vor 5 Jahren oder so noch eine Bastelarbeit geworden. Wobei, nein, einen POSIX-Client verwende ich seit... Das ist das Thema, ja, Heise läuft auf V6. Genau, das wollte ich Ihnen nachher zeigen. Damit man sehen kann, was da so passiert, ich habe das... Ja, deswegen dafür gibt es ein Firefox, für den Firefox gibt es eine Extension. Interessant. Die heißt Show IP. Ich habe es ja vorher ausprobiert, deswegen war ich ja früher da heute. So. Ich kann es euch da am Windows-Client zeigen. Also das Show IP, dieses Add-on, das ist ein äußerst nettes Tool. Das setzt sich nämlich da unten. So, und darüber. Ins linke untere Eck des Browsers und zeigt hier die IP-Adresse an. Also Show IP Add-on im Firefox installieren, dann zeigt es da unten die IP-Adresse an, in rot IPv4-Adressen, in grün IPv6-Adressen und dann kann man auch alle möglichen, also da steht die IP, Hostname, der ISP, sogar Geo-IP soweit verfügbar und dann kann man dann mit diversen Tools drauf losgehen und sich anschauen, wer steht da hinter dem Netz und was ist mit dem Server los und solche Sachen. Also das Show IP ist ein sehr nettes Add-on und über das sieht man eben, dass man über das IPv6 Internet surft. Wenn man es denn dann tut. So, wo war denn das WinSCP? WinSCP. Du kannst es nicht ein Problem sein, dass wir da alle parallel über dieselbe IP und anonym gehen wollen. Woher weiß es in der Gegenstelle? Das IP. Naja, wenn er zu wenig Ports frei hat für 20 Clients, ist natürlich ein Jammer. Maximal. Größte Fehlerabschätzung. Der unten ist ja nicht stark. Unten das hier nur so eine Überleitung. Ja, aber wo sitzt nichts drüber? Naja, dann hätten wir schlechte Bandbreite, aber wir haben ja. Die Frage ist ja, beim unten VPN braucht er ja auch 4 Adressen. Ist das da auch so? Nein, es ist eine UDP-Verbindung. Auf einem Port. Ja, nein, das ist also alles sehr.
Also das sollte bandbreitenmäßig sollten die 4 MBit reichen, ja? Das ist ja ausreichend. Ja, du bist verwöhnt. Das ist normal. Hat schon jemand mit einem Windows-Rechner ausprobiert, den Client runterzuladen? Ja, von meinem Server? Er verbindet sich, aber ich fahre normal aus. Okay. Ja, also jetzt kriege ich dann einmal einen Kugel. Ich weiß ja nicht, wer sonst noch alle über den Router surft. Wie weit im Bezirk das WLAN-Passwort bekannt ist und wie gut die Leute im Basteln von Richtantennen sind. Also www.heiser.de/IPv4-Nummer. Und dein GOSIX-Client läuft? Ja, aber deine Nummer kommt mit IPv6 auf deinen. Schauen wir mal. Ups. Ah, juhu, ich darf schon IP installieren. Wo man es auch sieht, ist die 6xs.net-Seite. Ja, die ich da hier aufgeschlagen habe. Da schreibt das nämlich, Moment, Main. Auf der 6xs Startseite schreibt er nämlich ganz am Anfang, und da steht aber die IP-Adresse. Ja, ja. Und da steht die V6-Adresse. Eben, also da sieht man. Das sei, dass die Namensauflösung, wenn die Namensauflösung über IPv4 aufgelöst wird, dass er da irgendwie. Nein, das kann ich. Das ist kein Problem. Ja, das gute Frage. Wie schaut denn das aus? Wie kommen denn die Clients überhaupt zu einer IPv6-Adresse? Also wie funktioniert die Namensauflösung? Der Linux-Client ist ja jetzt auch noch nach wie vor im IPv4-Netz. Wenn ich jetzt mit dem Host-Kommando mir anschaue, diesen quintus-mekal.at, dann spuckt mir das. Wir haben wahrscheinlich kein Leitungsproblem, wenn wir DNS-Problem, habe ich das Gefühl. Ich habe einen lokalen DNS-Server, das auch langsam. Das okay. Fakt ist, im DNS schaut es so aus, ich wollte ja wenig über Theorie erzählen, aber wenn die Praxis stockt, dann müssen wir das halt so machen. Im DNS schaut es so aus, dass die IPv6-Adressen genauso wie die IPv4-Adressen im DNS eingetragen sind. Für IPv4-Adressen gibt es die sogenannten A-Records. Da steht halt zu jedem Hostnamen die IP-Adresse und für die IPv6-Adressen hat man sich was Kreatives eingefallen lassen. Die Adressen sind 4-mal so lang, also sind die Records jetzt nicht A, sondern Quad A, also 4 A hintereinander. Und dann steht die V6-Adresse drinnen. Und diese IPv6-Adressen sind auch über IPv4 auslieferbar. Also egal, ob ich zu meinem DNS über V4 oder V6 komme, ganz egal, kriege ich, wenn ich sie wissen will, kriege ich die IPv6-DNS, also die IPv6-Adressen zu den DNS-Hostnamen. Also das hat damit nichts zu tun. Sogar ein IPv4-Only-Client kann IPv6-Adressen auflösen. Mit dem Netzwerkthema noch was zuzufügen. Ich habe jetzt was komplett externes. Ja. Dasselbe. Also der Client hat auch nicht. Das Internet ist tot. Das ganze Internet kaputt. Nein, wir haben es kaputt. Genau. Vielleicht ist wieder wohl ein Flieger eingefallen. Oder ein Vulkan ausgebrochen. Bitte? Ich hätte da was geglaubt mit dem NK Internet. Wohl, geht gut. Welcher Provider? Also ich habe eins. Also ich habe es auch hinbekommen vor dieser lustige Gegenstelle von Cobo 6, ich brauche eben wieder einen Server aus diesem Anonymous irgendwas, weil der antwortet eben nicht. Sondern der steht in den Logs drin. Da. Okay. Der Endpunkt. Mhm. Ja, der Anonymous ist ja nur der Broker. Die Geschichte funktioniert so, dass der Broker.
uns dann zum nächsten Tunnel-Server zuteilen würde. Ja, das klappt nicht. DNS funktioniert. Also dass der Freenet 6 die Batschen streckt, glaube ich eher nicht. Ich habe das Freenet 6 einmal ein Jahr lang semi-produktiv betrieben. Also ich habe mit einem registrierten Account eine kleine Niederlassung von einer Firma, bei der ich gearbeitet habe, mit dem IPv6-Internet verbunden und das Ganze über Nagios auch noch überwacht. Das ist Tag und Nacht gelaufen. Also das Service von GoGo 6 läuft an sich schon zuverlässig und stabil, wenn es einmal läuft. Das Problem ist eher, jetzt haben wir da wieder einen, jetzt kriege ich wieder Antworten. Das Problem ist eher dadurch, dass man sich eben von Wien nach Amsterdam und von dort dann irgendwo hin verbindet, dass man hohe Latenzzeiten und schlechte Bandbreiten hat über diese Verbindung. Da ist das 6XS eben besser, weil es mehr Tunnelserver hat und sich die Last besser verteilt. Aber an sich ist also GoGo 6 schon sehr zuverlässig. Ich habe in der Regel keine Verbindungsprobleme. Entweder ich komme raus oder nicht, aber das ist... Es dürfte generell irgendwelche Netzprobleme geben, weil ich connecte mich auf einen SSH-Server über die IP-Adresse, komplett ohne DNS und das mal geht's nicht, mal geht's. Hat irgendwas Grundlegendes. Gibt es irgendwelche Baustellen in der Nähe? Der Bagger wird einmal ein bisschen Glasfaser ausgegraben. In Kürze wird da im ganzen Haus große Baustelle sein, oder? Eben, wie gesagt, der Sitze. Und du kannst den Weiser Voraussicht nur dann noch nicht, oder? Ja, was ist da denn? Die möglichen Ballen vorziehen. Ja, das ist jetzt irgendwie verdrießlich, weil das ist ein bisschen. Unter Fedora geht es auch. Ja, jetzt. Sehr gut. Wie heißt das Paket unter Fedora? GoGoC. Also auch GoGoC. Mhm. Gut, danke. Also YAML install GoGoC. Und dann ist die Geschichte im Laufen. Ja. Und dann der 10.04. Ah ja. Ja. Tja. Ja, dann kann ich jetzt noch ein bisschen theoretisch patronieren, was interessant wäre für all die, die Verbindung haben, wenn man im Netz ein bisschen, wenn man es ein bisschen ausloten möchte, wie hoch die Latenzzeiten sind und wie das Netz ausschaut. Die Windows-Welt ist uns da leider viele Schritte voraus, nämlich die Tools, die man unter Windows kennt, Ping und Traceroute, um das Netz ein bisschen zu erkunden, zu durchmessen, die sind unter Windows unabhängig vom IP-Stack, sprich mit Ping und einem DNS-Namen löst er die bevorzugte Adresse auf. Ich kann also IPv6-Adressen genauso anpingen wie IPv4-Adressen. Unter Linux ist es nicht so. Da gibt es eigene Tools, die heißen Ping 6 und Traceroute 6. Funktionieren aber dann genauso wie Ping und Traceroute. Das heißt, man kann sich dann anschauen mit Traceroute zum Beispiel, wie weit jetzt die Verbindung von da über den Tunnelbroker zu, weiß ich nicht, zu irgendeinem Server in Wien, www.sil.at zum Beispiel, der Silver Server hat seinen Zugang da im Medienhaus im 20. und von dem weiß ich, dass er IPv6 angebunden ist. Also da kann man dann mal schauen. Dann hat er einen enorm langen Sprung nach Amsterdam und dann rattert das halt wieder über 3-4 Schritte zurück. Auch wenn offensichtlich das Tunnel aufsetzen noch nicht klappt. Wenn ich mir mit AIF-Config das PAN-Device anschaue, sehe ich dort eine IP6-Adresse eingetragen. Womit fängt die an? Aha, 2001, 15.0, 1400. Und dann A, ne? A, ja.
Und was hast du dann? Das klingt aber schon nach einer Gobo 6 Adresse. Was hast du dann? Na, A und weiter. Ja, jetzt könnt ihr euch gegenseitig pingen. Wir können ja. Ja, das wäre. Ping 6 oder Ping 6? Ping 6, ja. Und im Prinzip. 879 hast du gesagt, oder? Ja. Ja, geht. Ja. Dann braucht man dieses Gobo. Kann es sein, dass der das Gobo 6 beim Paketlift automatisch im Hochfahren startet? Also beim Reboot an sich, also Debian installiert den Gobo 6 Client so, dass er sich automatisch startet, ja. Ja, dann ist natürlich ein Blödsinn, wenn ich Gobo 10 minus wenn du dann eingebe. Ach so, ja, wenn du vom Paket her installierst, ja. Wenn du vom Paket her installierst und dann versuchst, den Tunnelbroker noch einmal zu starten, also den Tunnel-Client noch einmal zu starten, schon alles ohne, dann war es eh schon da, ja. Dann war es schon da, ja. Genau. Ja, gut, aber achso, noch ein Installieren, dann, das heißt, er geht auf den noch ein Installieren, startet dann automatisch? Offensichtlich. Ja, ja. Debian okay. Startet alle Services unter Debian, werden alle Pakete, die man installiert und die nichts kaputt machen können, sofort gestartet. Also was Debian nicht startet, ist ein MTA zum Beispiel. Den startet er schon, aber der lauscht halt nur auf den Loopback-Interface. Aber so alles, was aus der Grundkonfiguration her nichts Böses verursachen kann, wird gestartet. Wobei man da bei einem IPv6-Tunnel-Client eh extrem vorsichtig sein muss. Das möchte ich nämlich noch feststellen. Mit diesen Adressen jetzt sind wir natürlich anders als mit den IPv4-Adressen hier drinnen von draußen auch erreichbar. Das ist der große Unterschied. Also in dem Moment, wo man sich einen Tunnel-Client aufsetzt auf seinem Rechner, steht man mit beiden Beinen draußen im Internet. Da gibt es keine gefühlte, nette, angenehme Sicherheit durch eine NAT-Box, die mich eh schützt, so wie das unter V4 der Fall ist, sondern da bin ich einfach wirklich draußen. Wer möchte, kann er probieren. Meine physische Maschine da, die sieht sich selber so leidlich. Ihr habt es ja vorher schon, wir haben das vorher schon gesehen, die anonymen Gobo 6 Clients haben also die Adresse 2001-5C0-1400A. Und ich habe hier ein B stehen, das weiß schon der Lukas Resetarit, B wie besser. Das ist nämlich ein registrierter Client und der kriegt diese Adresse immer zugewiesen und eben auch einen DNS-Eintrag. Mein Go6 Username ist Gobo. Und unter gobo.broker-freenet6.net, Freenet 6 hat das Service früher geheißen, kann man den also pingen. Das heißt, könnt ihr jetzt schon ausprobieren mit den Anonymous Clients, müsste sich das schon pingen lassen. Und auch die Namensauflösung schon funktionieren. Also ein Ping 6 auf den geht? Ja, wenig überraschend. Das funktioniert. Das ist das Internet. Tada. Aber der Windows antwortet nur sehr sporadisch, wenn man pingt. So, das ist ein Schnösel. Der ist aber nativ angebunden, also der steht im Rechenzentrum beim Hetzner und der steht, der hat das nicht über irgendeine Tunnel-Geschichte. 60 Millisekunden für Amsterdam. Na bitte. Der steht, glaube ich, in Nürnberg oder wo der die Rechenzentren hat. Jetzt müsste ich in deutscher Geografie gut sein, um zu wissen, wo Nürnberg ist. Bin ich nicht, gebe ich offen zu. Außerdem ist der See. Die geografische Nähe oder Entfernung spielt da eh wenig Rolle. Ja, also da geht das auch so leidlich dahin, wie man sieht. Der pinkt sich hier selber. Also schade, dass ich das da mit dem Windows-Host nicht herzeigen kann. Ja, ja, es gab schon Erfolgsrechner. Bitte? Komm nicht raus, dann kriege ich mal IPv4-Verbindung. Okay, naja. Müsste aber auch. Also ich habe es ja auch zweifach virtualisiert dann. Das ist ja auch Exe, ne? Gut funktioniert. Dann installiert wird. Am Nachmittag. So, jetzt schließe ich da mal eine VM weg. Mit was für ein Tool, wenn ich ein 6-Tunnel habe, mit was für ein Tool verwende ich das am besten bei dynamischen IP-Adressen?
Wenn ich keine dynamische IP-Adresse habe, dann mache ich das an SIGS anbinden. An SIGS-Access? Ja. Da gibt es von SIGS-Access einen eigenen, gibt es einen anderen Client. Der macht. Ist dieser AICCU oder ein anderer? Kann ich nur wiedererkennen auf der Website, wenn ich ihn dann sehe. Ich habe mir das einmal angeschaut, also mit SIGS-Access habe ich keine praktischen Erfahrungen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, es gibt auch ein Paket. Also das Windows oder Linux? Linux. Ich bin gerade erinnert, ich habe 2004 mal einen SIGS-Account angelegt und gibt es sonst. Ah, ja. Ja, AICCU ist es. Genau. Das ist der Client, ja. Vielleicht geht es ja mit dem. Achso, da muss ich meine. Ja, bloß ohne Connectivity kann ich ja nichts installieren. Das sieht wieder wie abhängig, was wir schon sind. Knechte. Ja, es ist eine lustige, ja. Ist das wirklich ein... Möglicherweise haben wir den hiesigen Router wirklich geärgert durch unsere Gleichzeitigkeit. Wir haben es ja beim Aufbauen vorher alles durchprobiert. Ich werde mal mit unserem Netzwerkadministrator sprechen. Der hat offensichtlich eine weise Wahl getroffen, dass er heute nicht da ist. Und das Schöne an dem GoSIGS-Client ist, dass er relativ klein ist. Das heißt, wenn man irgendwelche, das habe ich gar nicht nachgeschaut, ob es für diese PFSense und diese ganzen Kompakt-Firewalls, wie heißt denn die OpenWRT, ob es da auch so Clients gibt, weil grundsätzlich die GoSIGS-Leute verkaufen nämlich auch, und das machen andere auch, die verkaufen nämlich IPv6 in Dosen. Sprich, man kann sich so Steckernetzteil großes Device kaufen und da steht dann groß IPv6 drauf und dann sagen sie, ja, das kaufst du und dann hast du IPv6 zu Hause und drin ist nämlich nichts anderes als so ein Tunnel-Client, der sich dann halt zu denen hintunnelt. Und genauso kann man sich also mit irgendeinem Shiva-Plug oder irgendeinem, wer irgendeinen Home-Server zu Hause ohnehin betreibt oder irgendeine so eine hochgeistige Nutbox, die man damit ein paar Sachen erweitern kann, dann kann man sich da so ein GoSIGS oder SIGS-Access-Client draufsetzen. Und wenn man dann registriert ist, also wenn man sich einen registrierten Account nimmt, kann man ja auch ein ganzes Netzwerk damit versorgen und kann so also sein Heimnetzwerk permanent ans IPv6-Internet anhängen. Das wäre also, könnte man eigentlich einmal irgendwie auch in einer kleinen Runde so eine Bastelsession machen, sowas mit so Kompaktrechnern ausprobieren, wie das geht. Das ist nicht besonders schwierig und eben nachdem der Client fast keine Ressourcen verbraucht, kann man das auf diesen ganzen OpenWRT-Routern und so weiter ganz leicht bauen. Das heißt, wenn der Provider im Stich lässt, der kann sich das jetzt mit diesen Tunnel-Services selber sein IPv6-Internet holen. Kurze Frage, aber wenn ich nicht mehr erreichbar bin, gibt es da sowas wie Firewalls dann auch für IPv6? Ja, das ist jetzt der große Punkt, genau. Also das ist ein Punkt, da muss man sich gut überlegen, was man dann macht. Die schlechte Nachricht ist natürlich, in dem Moment, wo ich den Tunnel verbunden habe, wie ich vorher schon gesagt habe, bin ich also auch von außen grundsätzlich erreichbar. Die gute Nachricht ist, dass die IPv6-Adressen viermal so lang sind wie die IPv4-Adressen. Es gibt um Größenordnungen mehr IPv6-Adressen. Und schlichtes Durchprobieren aller möglichen Adressen durch Pings funktioniert überhaupt nicht. Also ein Rechner, der mit dem IPv6-Internet verbunden ist,
ist durch ein systematisches Pingen von Adressen von außen her nicht zu finden. Den kann man nur finden, wenn er sich irgendwie selber nach außen verbindet. Aber man muss natürlich sehr gut aufpassen, was man tut. Also Firewall ist auf jeden Fall unbedingt anzuraten. Und wie weit die frei verfügbaren Windows Personal Firewalls mit V6 umgehen können, weiß ich noch nicht. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Unter Linux ist es wieder so, dass es auch hier die V4 Firewall administriert mit IP-Tables. Und es gibt dann auch ein Kommando, das heißt IP6-Tables, das macht dann die IPv6-Firewall. Also unter Windows haben wir tatsächlich zwei Netzfilter-Stacks im Kernel, einen fürs V4, einen fürs V6. Ob das so gute Idee ist oder schlechte Idee ist, möchte ich jetzt hier nicht kommentieren, es ist halt so. Also das ist ein Punkt, mit dem sollte man sich unbedingt befassen, wie sichere ich mein Betriebssystem dann gegen Schabernack von außen ab. Ja. Weil eben so ein NAT-Device, das von draußen eh nichts reinlässt, gibt es ja dann nicht mehr. Ich bohre ja genau absichtlich einen Tunnel nach draußen durch dieses Device durch. Ich mache ja durch meinen großen Gartenzaun mache ich ja extra noch so eine Katzenklappe hinein. Und da kommen halt nicht nur Katzen, sondern auch Ratten rein. Das ist hier geplant. Ich möchte mit diesem Workshop, wenn das auf Interesse stößt, würde ich da gerne in größeren Abständen weitermachen. Nächster Schritt wäre eben ein Thema, jetzt habe ich IPv6 Connectivity, aber womit muss ich rechnen, wovor muss ich mich absichern? Wie sichert man IPv6 Rechner ab? Anderes Thema wäre eben das eigene Netzwerk zu versorgen mit V6. Mir geht jetzt nämlich irgendwie die Lust aus, da Pingzeiten zu jagen und Sachen auszuprobieren. Bitte. Fragen, wie sind das interworking mit IPv4? Ich soll mir das IPv6-Netz vorstellen, ein komplett separates Netz im Netz? Nein. Ja. Suchnetz, oder? Wie interoperieren IPv4 und IPv6? Prinzipiell einmal überhaupt nicht. Es geht nicht. Es gibt eine Möglichkeit, IPv4-Adressen in IPv6-Adressen zu packen. Die fangen dann mit FFF or whatever an und haben lauter Nullen und hinten steht die IPv4-Adresse im letzten Spitzel. Aber es ist unmöglich, einen IPv6-Rechner von einem IPv4-Rechner aus zu erreichen, weil dem V4-Rechner einfach die Adressen zu groß sind. Er bringt die ja nicht in seine Pakete unter. Das heißt, in der Praxis ist es so, jeder Webserver, der sowohl über V4 als auch V6 erreichbar sein soll, die Technologie nennt man Dual Stack, das heißt, er fährt beide Protokollstacks und ist quasi in beiden Netzen angebunden. Theoretisch sind natürlich das V4 und das V6 Internet voneinander getrennt. Physikalisch sind sie es natürlich nicht, weil über die Frame Relay, FTDI, ATM, was auch immer da jetzt in diesen Leitverkehrsnetzen unterwegs ist, an Technologien, MPLS und so weiter, da wird ja das IP-Zeug sowieso nur reingekapselt. Den Transportnetzen ist es ja egal, was da drinnen ist. Das Ganze zerdröselt sich halt auf den Routern dann. Und die müssen V4 und V6 können oder gibt es separat, das müssen die Netzwerkadministratoren halt entscheiden, wie sie das machen. Ob sie das gleiche haben, ob sie das am selben Device routen oder ob sie es trennen. Unter Linux ist es kein Problem, V4 und V6 zu routen. Windows wird es auch können. Also Windows kann Dual Stack fahren. Ob irgendjemand Windows-Router produktiv einsetzt, weiß ich nicht. Cisco wird es können, andere große Routerhersteller werden es können. Parallel, also können es. Das heißt also, theoretisch sind es zwei getrennte Netze. Praktisch, physikalisch läuft es natürlich über die gleichen Kabel. Und es gibt dann eben Hosts, die vermitteln. Wir werden es in nächster Zeit sicher lange Zeit noch mit diesem Dual Stack zu tun haben. Das heißt, irgendwann werden jetzt schon langsam die Provider darauf umsteigen und schon langsam ihren Kunden auch IPv6-Adressen zuteilen. Dann kann man dann auch nativ das IPv6-Internet nutzen. Die V4-Adressen werden irgendwann einmal aussterben, aber es wird lange dauern. Es wird viel länger dauern als ursprünglich geplant. Ich habe in meinen Vorträgen früher schon diese Prognosen, die da gemacht wurden, hergezeigt und dann gezeigt, wie weit sie daneben gelegen sind und auch erklärt, woran das liegt. Also es gibt ja immer wieder neue Tricks. Man quetscht den V4-Adressraum doch noch immer wieder Sachen raus. Es gibt ja Leute, die sitzen auf riesengroßen IPv4-Adressnetzen
also auf IPv4-Adresse blöcken und brauchen sie nicht. Es gibt mittlerweile einen regen Handel, einen schwunghaften Handel mit Netzblöcken. Fakt ist, den ausgegangen ist es den RIRS, also den regionalen IP-Registrierungsbehörden. Der Pool der noch zu verteilenden Adressen ist weg, aber die Provider hocken immer noch auf Resten, die sie vergeben können. Aber irgendwann ist dann Schluss. Und wenn jetzt das, was die Internet of Things heißt, Geschwindigkeit, also an Tempo gewinnt, sprich, dass also jeder Kühlschrank, Toaster, Lichtschalter eine IP-Adresse bekommt, wo ich auch in einem Projekt involviert bin, das vorantreibt, nämlich eine quelloffene Hardware und Software, quelloffene Plattform für Smart Homes zu schaffen, dann wird es natürlich interessant, weil wenn jetzt jeder, der einen Internetzugang hat, sein ganzes Haus automatisiert und das dann auch noch übers Internet kontrollieren, steuern, wie auch immer will, dann geht dem Provider an der V4-Adress-Space ganz schnell aus und das ist ganz gut, sowas muss man vorantreiben, man muss sie einfach in ihre Grenzen bringen. Wie kam ich jetzt durch diesen langen Exkurs? Ja, die Frage eben, sind das zwei getrennte Netze? Ja, wir fahren derzeit Dual-Stack und irgendwann ist halt das V4 weg, aber das wird noch dauern. Anschließend die Frage, du verwendest jetzt einen Tunnelbroker. Ja. Du hast auch gesagt, du hast einen Hetzner-Server, ja, der direkt an IPv6 hängt. Und auch an IPv4 vermutlich. Ja. Das heißt, du könntest dir dort auch einen eigenen Tunnel einrichten. Ja. Wie schwer ist das? Ganz, ganz. Unter Linux ist das ganz einfach. Das sind drei Zeilen, die man auf der Command-Line reinhackt und dann ist es so. Das ist einfach so Routing einschalten. Man muss so ein Tunnel-Device machen, man muss den beiden Endpunkten sagen, von wo nach wo tunnelst du. Also wenn man schon mal einen Point-to-Point-Tunnel aufgebaut hat, händisch, ohne den PPP-Daemon zum Beispiel zu verwenden, wer sowas schon mal händisch aufgebaut hat, der kann auch IPv6 in IPv4-Tunnel aufbauen. Okay. Also wenn man einen... Vielleicht tut sich da hinten was, gut. Ja, also es ist sehr einfach, sich einen Tunnel selber aufzubauen. Nimm das in deine Liste für einen Workshop auf. Wir bauen einen V4, einen V6, einen V4-Tunnel, ja. Machen wir das, ja. Ja, also wer einen gehosteten Server natürlich irgendwo stehen hat, bei einem Provider, die großen Hoster bieten das ja mittlerweile alle schon an. Die ganz billigen nicht, so. Die zwei Zahlen und ein Zeichen dazwischen, zwei Ziffern und ein Zeichen dazwischen Hoster, auf den ich so ganz schlecht zu sprechen bin, der macht das nicht. Aber der andere in Deutschland, eben der Hetzner, macht das und die da im Medienhaus und im Interaction und so weiter, wenn man dort irgendwo sich einen V-Host unterstellt oder einen physischen, dann kriegt man natürlich auch V6-Internetverbindung und das kann man natürlich selber hintunneln. Und das ist wesentlich praktischer, wenn man natürlich den Tunnel-Endpunkt unter Kontrolle hat. Weil was wir hier natürlich auch machen, das muss man schon sagen, wir vertrauen natürlich unseren ganzen Traffic wieder einem Dritten an. Ich muss natürlich GoGo 6 oder 6XS vertrauen, dass die mit meinem Traffic kein Schindluder treiben. Das kann ich natürlich wieder SSL-Tunnel dadurch und so weiter. Aber wie finanzieren sich die, weißt du das? Weiß ich nicht. Also die 6XS hat Sponsoren, das sieht man ja auf der Startseite. Da hat er einen ganzen Logo-Friedhof da. Der Go6, die verkaufen Boxen, also möglicherweise ist es auch das, oder verkaufen sie auch, vielleicht machen sie V6 Consulting bei irgendwelchen Großkunden, das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich schön, ein bisschen Traffic zu haben, um zu zeigen, dass es geht, was sie machen. Mhm. Ja. Jo. Gut, wenn ich jetzt da aus der virtuellen Maschine heraus pingen kann, dann kann ich jetzt mal kurz herzeigen. Also wenn ich jetzt mein Lieblingsopfer beim Pingen, weil es eine der kürzesten Adressen ist, wenn ich jetzt also ganz normal mit Ping einen Host anfordere, dann kriege ich eine ganz normale IP-Adresse, also eine alte. Während wenn ich komme, gibt es eigentlich was, wo du zum Beispiel siehst, ob zu einer IPv4-Adresse auch eine IPv6-Adresse besteht. Das nennt sich DNS-Auflösung und das kann man auf zwei Arten machen. Das Host-Kommando macht das gratis, so, das schreibt beide raus, wenn es beide gibt. Mhm. Und wenn man das DIC verwendet, also wenn ich jetzt sage Host
www.sil.at. Dann sagt mir das Host-Kommando, der Kollege hat eine Adresse und eine IPv6-Adresse. Wenn ich das mit dem DIG mache, DIG ist einmal relativ spartanisch, das sagt da nichts. Erst wenn ich ihm sage, gib mir Quad A Records, dann gibt es mir auch den Quad A Record. Und wenn ich beide sehen will mit dem DIG, muss ich sagen Any. Nö, hilft nichts. DIG plus Short, deshalb, weil DIG extrem viel quasselt. Nein, das Plus Short sagt nichts. Das Plus Short schneidet nur diesen ganzen Question Section und das ganze Mambo Jumbo weg und gibt halt nur das aus. Ja, aber da kriege ich die V6. Das ist jetzt DIG mit Quad E. Eben, das ist mit Quad E, da kriege ich die V6 und nur die V6. Und so kriege ich nur die V4. Also das Plus Short ändert nichts am Ergebnis. Die Answer Section, also der A-Record ist immer da, oder Quad E. Aber schreib mal jetzt mit Andy, was ist das? Das ist die Adresse und. Ohne Short mit Any? Blöd, Zeitfenster verpasst. Das hat der Bagger den nächsten Kabel dran aufgerissen. Genau. Und der Baggerfahrer schwitzt, weil der Motor so warm ist und hinten der Gasfaserspleißer schwitzt, weil der Bagger so schnell ist. Was für uns? Ja, also DIG und Host sind die Kommandos zum Auflösen unter Linux. NSLookup ist es, glaube ich, unter Windows auf der Command-Line. Und denen kann ich eben dann sagen, was ich sehe. NSLookup kann das auch, oder? Der Oldtimer NSLookup unter Debian flucht so viel, dass er schon längst nicht mehr verwendet werden will. Vor 2-3 Jahren oder so hat er angefangen zu fluchen. Ob NSLookup Quad A Records ausspucken kann, weiß ich nicht. Das Schöne mit dem NSLookup war natürlich, man kann in diesen interaktiven Mode gehen und dann kann man sich da so im Zone-File herumbewegen und so, das ist schon schick. Und früher konnte man ja noch Zone-Transfers von irgendwelchen DNS-Servern machen, wie die das noch alles erlaubt haben. Das kann das DIG in der Form alles nicht mehr, aber das soll auch nicht so sein, das ist keine gute Idee gewesen. Also NSLookup und IPv6-700 ausprobiert. Schauen wir mal. Zum Lernen ist gut. Schauen, ob es ein NSLookup 6 gibt. No server to breach. Und da spart er sich dann sogar die Präambel. Du sollst mich nicht verwenden. Ich bin. Kommt nicht. Ich bin alt und böse. Kommt keine Präambel? Und es ist wieder ausgeschaltet vielleicht. Also irgendwann, also ich hab das irgendwann einmal entdeckt und dann stand da noch drin. Möglicherweise hat es zu viele. zu viele. Genau. Vielleicht ist es immer mein Breakpoint-Bit. Das ist ein Shell-Skript. Das kann auch sein, ja. Der Output schaut nämlich verdächtig dem. Nein, der ist. DIG-ähnlich, ja. Schon. Aber es ist wenigstens konsistent. Gut. Ja, sonst noch irgendwie Fragen, Anregungen? Ja. Kritik? Ich bin ja jetzt auf deine Empfehlung hin schon lange bei 666S.net dabei und habe fleißig Punkte gesammelt, die man ja immer kriegt, wenn man eine bestimmte Zeit lang den Tunnel aufrechterhalten hat. Was mache ich denn mit den übrig gebliebenen Punkten für meinen Laptop? Also zu Hause habe ich es eingerichtet, aber möchte ich gerne auch IPv6 für den Laptop haben und da bin ich ja immer in verschiedenen WLANs und so weiter. Wie läuft das dann? Mit 666 habe ich leider keine Praxiserfahrung, also da kann ich dir nicht. Kann ich dir nicht raten. Ich habe jetzt gerade den AICCU von mir daheim installiert. Das geht super. Also einfach, der tut dann alle 300 Sekunden oder so ein Heartbeat hinschicken mit deinem Benutzernamen und Passwort und scheint die IP-Adresse der Endpoint updaten. Und dann braucht es einfach eine Zeit, bis man die Verbindung hat mit IPv6, aber dann geht's. Du hast dich jetzt vorhin registriert? Nein, ich bin seit 2004. Achso, ja, hast du gesagt, ja. Weil ich habe mich nämlich vorgestern oder so bei 666 registriert.
um das eben herzeigen zu können, habe ich bis heute nicht geantwortet. Weil bei SigSuccess wird jede Registrierung von einem Menschen bearbeitet. Ich glaube, es geht schneller, wenn man einen RIPE-Handle hat. Und ich bin leider erst nachher drauf gekommen, dass ich einen RIPE-Handle habe. Aber ja, die wollen eben wissen, dass sie es wirklich mit menschlichen Wesen zu tun haben und nicht mit irgendwelchen Bots, die ihr Service ausnutzen. Ich kann kurz mit meinem Login reingehen und sie erzeugen. Ich kann nicht reingehen. Okay. Ich würde es gern. Ja. Also was man mit den Punkten und anderen machen kann, ist, dass man sich ja mehrere Tunnel Endpoints anlegt. Man kann sich dann eine Subnet routen lassen auf seine IPv6-Adresse. Und was man sonst so machen kann, weiß ich nicht, aber das sind mal die Hauptsachen. Mehrere Endpoints machen und dann immer eine eigene Subnet haben. Da war noch eine Frage? Ja, ich wollte gerne wissen, ob man ein Windows XP da auch aufrüsten kann. Ja, ja, also das hätte ich da hergezeigt. Oder ob das nur mit einem 7er oder 8er? Nein, mit Windows XP geht's. Ich habe das also zu Hause erfolgreich probiert. Und dann leider eben meine virtuelle Maschine wieder auf den Snapshot von davor zurückgesetzt, um hierher zu zeigen, wie das geht mit der Installation vom Client. Aber das funktioniert wunderbar. Der funktioniert auch unter XP gut. Ja. Ich beim Go-Client immer wieder eine andere IP-Adresse für einen anonymen Dingsbums? Beim anonymen Zugang kriegt man eigentlich immer wieder eine andere. Ja, ja, und der Registrierte macht auch keine Schmerzen. Also wenn man irgendwo, falls man irgendwo noch eine Fake-E-Mail-Adresse bei irgendeinem Gratis-Mailer herumliegen hat, kann man die ja verwenden. Also Go6 oder GoGo6 prüft da nicht wirklich weiter nach. Das ist, ich habe auch noch irgendeine seinen Nom de guerre am GMX aus den seligen Zeiten, wo man sich im GMX anmelden konnte, ohne irgendwelche Daten von sich preiszugeben. Und ja, habe mich dort registriert und eine Viertelstunde später war der Zugang aktiv. Das war kein Problem. Kannst du den Melinator nehmen? Nein, Melinator akzeptieren sie nicht. Ach so. Da kriegst du die Meldung, please enter valid email address. Aber vielleicht eine von den 27.000 Alias-Domains, die der Melinator führt, ja. Steht der in Deutschland, der Server, oder? Der welche? Der GoGo6. Na, Amsterdam, Montreal, also, Sydney, der vierte steht in Taipei oder irgendwie Data, so. Data Retention müssen die auch tun, oder? Boah, also Data Retention ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt nicht. Also nach das, was wir jetzt gemacht haben, nach österreichisch-europäischem Recht, ist da gar nichts auf den Data Retention angefallen. Surfen fällt nicht drunter, Rumpingen fällt nicht drunter. Wir haben ja keine E-Mails geschickt und keine Mobilfunkverbindungen aufgebaut. Das ist Data Retention. Ne? Eigene Provider würde schlecht den Tunnel überwachen, den Inhalt vom Tunnel. Sollte nicht, ja. Schutz der Privatsphäre ist eine EU-Richtlinie, glaube ich, und so, da gibt es Geschichten. Ja. Aber die werden eben immer wieder ausgehebelt. Also das Thema mit IPv6 und Anonymität und so weiter ist natürlich ein heikles. Ja. Weil die Anonymität an sich im V6-Netz ist dann ziemlich bald, ziemlich bälder dahin als bei V4. Weil die Adressen halt einfach sehr spezifisch sind, weil sie nicht mehr genattet werden. Dabei noch kann man sich natürlich mit solchen Tunnel. Ja, mit so einem anonymen Tunnelbroker geht es natürlich sehr wohl. Da bin ich halt irgendwer. Ja, gibt's, aber ein Natin gibt es ja schon auf irgendeiner Ort, oder wie ist das? Ja, irgendwelche Krankenhirne haben auch Natin V6 eingebaut. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es wirklich nicht warum, aber es gibt's, ja. Okay. Aber es ist nicht notwendig, weil ich kann meinem Rechner, es gibt. Naja, wenn ich aus einem Firmennetz aussehe, Connections machen will, ja, wäre es mir natürlich schon lieber, wenn ich die Connections kontrollieren kann. Ja, kontrollieren kannst du ja eh am Perimeter, so das hindert dich ja keiner. Okay. Mhm. Du kannst ja nach wie vor am Perimeter kannst du ja kontrollieren, solltest du auch. Also ich würde ja auch meinen Outgoing Traffic kontrollieren in der Firewall, das mache ich ja auch. Ja. Was blöd ist, ist, wenn ein Mitarbeiter einen Tunnelbroker-Client auf seinem Rechner installiert und der nach draußen durchgeht. Dann hat der Netzwerkadmin eine böse Überraschung. Aber das muss man eh auch irgendwie. Das kann man schwer. Also wenn es der Tunnel-Client nach draußen schafft,
dann hat das geschafft. Was da drinnen ist, das ist wie ein SSL-Tunnel oder wie jeder andere Tunnel oder OpenVPN-Tunnel, das, also ist ja ein SSL. Der ist nicht mehr zu kontrollieren. Ja. Und wenn ich da drin dann noch Verschlüsselung fahre. Was aber sein könnte, ist natürlich, wenn er einen Tunnel macht, müsstest du ja wissen, von welchem Rechner das kommt, weil er ja über seine IP fährt. Was dann letztendlich aber wieder heißt, dass du sagen kannst, wo ist viel Traffic. Also du kannst schauen, was für Traffic sich bewegt auf bestimmten Rechnern. Wenn in meinem Netz jemand einen nicht zugelassenen Tunnel-Client betreibt, dann finde ich den schon, ja, keine Frage. Ja. Also eben, und nicht zuletzt über solche heuristischen Methoden, wie dass man eben sich das Netzwerkverhalten und so weiter anschaut, wo passiert viel Traffic. Und, aber was dann in dem Tunnel vor sich geht, das wird schwierig. Ist dieser Tunnel eigentlich verschlüsselt oder... unverschlüsselt. Er ist verschlüsselbar, ob der GO6-Client in der Standard-Konfiguration und verschlüsselt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Schauen wir einfach nach. Das heißt, es gibt da TCP-Dump 6. Nein, TCP-Dump zeigt es an. Stimmt. Wireshark, TCP-Dump, es gibt kein Wireshark 6. Ja. und TCP-Dump. TCP-Dump hat ja sowieso ein ernstes Problem mit seinem Namen, weil es ja eigentlich ein Whatever-Dump ist. Es dumpt ja alles, was über das Netzwerk drüber kommt. Also es dumpt ja auch UDP-Verbindungen und es dumpt auch IPX und andere Geschichten. Man sieht auch rohe Ethernet-Frames. Irgendwie so müsste man es eigentlich nennen, ja. Aber das ist halt beim Machen so geworden, wenn man so schön sagt. Das hat denke ich, jemand mal so genannt. So, Routing. Install, retry. Tunnel Encapsulation, Tunnel Interface. Broker Redirection, Logging. Na, der GO6 scheint nicht zu verschlüsseln. Aber das Schöne ist ja, in IPv6 ist ja Kryptographie nativ drin. IPsec ist ja definitiv eingebaut. Das heißt, es kann jeder Client selber entscheiden, ob und ob nicht, wenn er mit der Gegenstelle, wenn die Gegenstelle mitspielt. Dieser GO6-Client, das ist im Wesentlichen ein Teil, dass der die Authentication macht, oder? Der macht ein paar Schritte mehr als ein händisch aufgebauter Tunnel. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, ein IPv6 in V4-Tunnel, nennt sich auch Protokoll 41-Tunnel, ist ganz schnell aufgebaut mit drei Befehlen auf der Shell. Aber der GO6-Client macht ein bisschen mehr. Das eine ist eben, er kümmert sich um die Authentication. Die kann verschlüsselt sein, sogar relativ, da gibt es mehrere Methoden zur Auswahl, also State of the Art. Und dann kümmert er sich natürlich darum, dass er mit dem Tunnelbroker spricht und sich mit dem Tunnelbroker ausmacht, wer denn jetzt der geeignetste Server für ihn ist. Und da spielen halt Latenzen und Auslastung und so weiter eine Rolle. Und erst dann baut er den Tunnel auf. Also der macht im Prinzip drei Schritte. Authentifizieren, darf ich überhaupt? Broker fragen, wie ist denn jetzt die Tunnelserverliste, wen gibt es denn aller? Und dann halt den geeigneten Tunnelserver wählen und den Tunnel tatsächlich aufbauen. Das macht er. Gibt es die Gegenstelle dazu auch im Open-Source-Bereich? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Oder ist das, du weißt ja nicht, ob es symmetrisch ist oder so. Eigentlich, man kann es ja da, es gibt ja mehrere Tunneling-Technologien. So wie alles, was erfunden wurde, wurde natürlich auch mehrfach erfunden und es gibt sicher wunderbare Diskussionen, wie man das so macht. Da sind diese Tunnel Encapsulation Mode. Da gibt es also V6 V4, V6 UDP V4, V6 Any V4, V4 V6. Und das ist, wenn der Tunnel einmal aufgebaut ist, ist er aufgebaut. Das ist ein Standard-Tunnel drunter, ja. Der Client macht nichts anderes als den Broker fragen. Also
das, die eigentliche Logik dahinter ist ja der Broker. Das ist ja der Schmackes dran. Dass ich halt je nach Ort den geeigneten Tunnel-Server kriege. Das jetzt selber zu implementieren, selber am Tunnelbroker zu implementieren, hat ja nur einen anderen Sinn, wenn ich mehrere Tunnel-Server betreibe, die geografisch weit verteilt sind. Sonst ist es witzlos. Ne? Aber man könnte sich natürlich so auf CT-at-home-Basis oder so, oder wie haben die geheißen, die von Nera-Geschichten, da diese WLAN-Hotspots aufgebaut haben auf freiwilligen Basis, kann man das natürlich auch, könnte man das auch mit Tunnel-Services machen oder wie Tor. Wäre denkbar, ja. Ja. Wenn in ferner Zukunft einmal alle umgestellt haben auf die Versuchsadressen, sind die Tunnelbroker dann nicht umsonst? Genau, dann können wir das alles völlig vergessen, was wir heute diskutiert haben. Das ist eine temporäre Erscheinung. Genau. Es gibt schon ein paar Jahre und es wird es noch ein paar Jahre geben, aber irgendwann einmal ist Schluss mit der Tunnelbrokerei und mit der Tunnelei. Das sind, dass man schon umstellen kann. Genau. Sinnvoll ist es natürlich, ja, beziehungsweise was ich mit einem Tunnelbroker ja auch erreiche, was in der heutigen Welt nicht mehr so einfach möglich ist, ist eine Endpoint-to-Endpoint-Konnektivität. Also wenn ich zum Beispiel in mein Netz zu Hause will und kein OpenVPN verwenden will, dann kann ich das ja auch, also wenn ich zu Hause, ich habe mit meinem Provider ein, bin ich schon wieder stumm? Ich habe ja auch von 600 von meinem Provider nach Hause, also wirklich nur über die letzten zwei, drei Geräte weg. Und ich kann natürlich mit irgendeinem GoGo 6 oder 6XS Client oder so bis nach Hause vor meine Firewall und dann, je nachdem, was ich dort mache, komme ich auch bis rein auf meine Client. Also ich habe in meinem Heimnetz einen Webserver laufen auf V6 und einen Mailserver. Und da kommt man durch. Der Router kriegt das gar nicht mit. Drinnen sitzt ein Tunnel-Endpunkt, der tunnelt V4 durch den Router durch. Der Router denkt sich, hier, UDP V4-Pakete, schön. Und ich komme von draußen über die V6-Adressen rein, weil sie global geroutet sind. Bitte. Kann man diese Provider-seitig, diese Tunnelei irgendwie unterbinden, indem man bestimmte Ports sperrt, oder ist das immer? Ja, Provider, die hochgelobte Netzneutralität nicht schätzen, wie zum Beispiel Cello, haben natürlich die Möglichkeit, irgendwelche Ports abzudrehen. Ja. Mhm. Wäre für mich ein Grund, den Provider zu wechseln, weil UDP, TCP haben 65.000 Ports und die will ich alle haben. Ich kaufe ja das Internet, ich kaufe ja nicht das World Wide Web oder Facebook vielleicht noch. So weit kommt es dann noch. Bitte? Ja, bis vor einem halben Jahr hat es noch einen unabhängigen Provider gegeben. Also der, dessen Webserver ich da dauernd ping, mit dem bin ich nach wie vor recht zufrieden. Der gehört jetzt halt der Tele 2, der Silver-Server. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber die halten Netzneutralität hoch. Also ich habe auf allen Ports, in allen Protokollen die gleiche Bandbreite, und zwar die Netto-Bandbreite. Die fahren die letzte Meile, lassen sie von der Telekom legen und dann entbündeln. Naja, bis zum WLAN. Also die haben in Wien sind die sehr gut aufgestellt, die kommen wirklich sehr nahe an die einzelnen Häuser. Ja, aber auch mit der Leitung. Das schon, ja, DSL ist es. Ja, naja, gibt es die wir hatten Dark Fiber Cable Runner, das war die Kanalbrigade, ne? Die haben ja da vor ein paar Jahren groß angekündigt und haben das auch durchgezogen. Die legen in allen ihren in den Abwasserkanälen wird seit Jahren überall. Wien Energie wollte das auch machen, gibt es ja auch nicht mehr. Achso, na die, wie haben die geheißen? Wien Energie wollte es mit Glas machen. Hat es der Homepage sogar gegeben. Ja. Das am 20. oder wo war ein Stück noch frei. Also mehr wurde es nicht. Oh je. Ja, also die sind ja auch groß mit Glas, aber sie hören. Zum so Verteiler hören sie auf. Ja, also da wo es Arbeit wird, hören sie alle auf, ja. Deswegen ist ja auch das V6-Internet, das liegt ja auch schon überall. Also an den DSLANs und so hört das ja auf, dort ist es ja. Und dann kommen jetzt diese zigtausend, wie sie so schön heißen, Customer Premises Equipments, also die
die Heimrouter, die es halt einfach alle noch nicht können, weil es ein billiges Klumpert von vor 6-7 Jahren sind. Und deswegen haben wir heute diese Themen ich so groß. Ich hätte gerne für 6 auf meinen Router. Provider quälen. Also wenn es Jello ist, den kann man nicht gut quälen. Ja. Oh ja. Ja, man kann einzelne Personen dort quälen, aber man bewirkt, glaube ich, relativ wenig. Ich weiß es nicht. Große Frustrationstoleranz haben wir. Ja. Ja. Ich glaube, sie ist Hobbys. Ja, das ist ein Hobby. Ja, aber ich kann also zur Beruhigung sagen, ich habe vor, wann haben wir das angefragt? Bei Colt, vor nicht ganz einem Jahr, glaube ich, bei Colt angefragt, ja, Firmenanschluss, und Colt ist ja Business Provider, ne? Und gesagt, ja, da haben wir einen Firmenanschluss, wann kann man damit rechnen, dass wir V6 nativ herkriegen? Jo, wissen wir noch nicht, rufen Sie mal in einem halben Jahr an. Also, da gibt es so viele, die sich nicht bewegen. Da sind die Massenprovider keine unrühmliche Ausnahme. Aber man darf nicht vergessen, dass es ja nicht so einfach und trivial ist, ein großes Netzwerk wie sich zu deployen. Das ganze Provisioning dazu nimmst, die ganzen Endgeräte müssen das unterstützen, etc. Das ist ein bisschen ein größeres Projekt. Ich meine, sie hätte es viel früher anfangen können, keine ja. Frage. Ja. Aber jetzt, wenn man sie anders sagt, liebe Jelle, mal ein gewisses Sicht haben, ist nicht ja. so einfach. Ja, ich bin durch einen netten Zufall einmal mit ein paar Leuten aus dem NOC von einem Provider zusammengesessen. Network Operation Center, für die nicht so sehr im Netzwerk, in der Netzwerktechnologie drin sind. Und da haben wir so geplaudert und gesagt, na, was ist eigentlich eben, wo ist eigentlich jetzt die große Herausforderung? Und die haben gesagt, ja, wir haben die Router, wir haben die DSLAMs, das ist alles wunderbar. Mit einem Firmware-Upgrade werden sogar die Modems in den meisten Haushalten mit dabei, aber unser Billing hat in der Produktdatenbank für IP-Adressen 4x3 Zahlen und 3 Punkte dazwischen als Datentyp. Sie können die Adressen einfach nicht verwalten in der Datenbank. Das war der einzige Grund. Das ist was Festliches. Allgemein. Wenn das Billing nicht funktioniert, dann. Genau, wenn man es nicht verkaufen kann, kann man es natürlich auch nicht provisionieren. Allgemein, welches Bild von den Standardprogrammen unter Linux sind schon eigentlich von 6 bis 7? Das gibt es schon wirklich alle. So gut wie alle. Also mir fällt jetzt nichts ein, was man im täglichen Leben bräuchte, was nicht V6 kann. Also der VI kann sich vielleicht. Wenn ich jetzt auf VI ETH 0 mache, ja, dann habe ich vielleicht Probleme, das könnte sein. Na, aber also es gibt sogar für etliche Protokolle, also die Webbrowser, die Mail-User-Agents, die können das alle. Das Schöne ist ja, weil sie sich einfach nicht mehr drum kümmern. Sie geben das ja, sie delegieren das ja nach unten an den Netzwerkstack und der Netzwerkstack kann es einfach. Es kann natürlich Programme geben, die ähnlich wie dieses Datenbanksystem, wo sie nicht besonders schlau sind, dass sie halt irgendwelchen Eingabemasken irgendwas rausschmeißen, was nicht nach V4-Adresse ausschaut, wenn man IP-Adressen eingibt. Das kommt schon gelegentlich noch vor. Aber in den ganzen Mainstream-Tools, also Firefox, Thunderbird, Evolution, diverse Webbrowser können damit umgehen in allen Varianten. SSH kann es, Netcat, Socket, diese ganzen Tools können es. Was braucht man noch so? Der Wireshark, TCP-Dump. Telnet habe ich nicht ausprobiert, das will ich nicht ausprobieren. FTP kann es leider, das hat man auch kaputt repariert. Und, ja. Manche Server. Banken sind nicht auf IPv6-Sockets. Ja, es gibt. Ich habe mit einem MySQL-Proxy das Problem gehabt, dass in der aktuellen Squeeze-Backwards-Version sogar das IPv6-Sockets gebindet. Man braucht halt die aktuellsten Sourcen, damit er sich auf den V6-Socket. Stimmt, danke für den Hinweis. Datenbanksysteme sind nicht ganz alle. Also Postgres kann es. MySQL hat lange Zeit Schwierigkeiten gehabt. Ich weiß nicht, wie es im Moment der Status ist. Geht? Noch was ist mir eingefallen. Ja, was einen unheimlich beißen kann, ist, wenn jemand, auf dessen Services man angewiesen ist, sein DNS nicht im Griff hat und mal ausprobiert, die neuen Records ins DNS hineinzukippen. Das habe ich mal beim Kunden gehabt, der hat gesagt, ja, wir bauen da immer SSH-Tunnels zu den Kunden, der Kunde zu seinen Kunden, zu den Systemen, die sie warten müssen, auf. Und von heute auf morgen ging es halt zu einem System nicht. Das war gemeindenahes Unternehmen und die haben halt von der MA14 ihre ganze Infrastruktur gemanagt bekommen.
Und die haben das angeschaut und geschaut, was macht, der, was macht das SSH? Ja, das macht dann einen DNS-Request und kriegt dann einen V6-Record zurück und sagt, hurra, auf den binde ich mich jetzt drauf und der geht ins Leere. Warum? Weil man den V6-Request angeschaut, das war eine V4- und V6-Adresse. Ich dachte, ja, das müsste eigentlich eh gehen, aber siehe da, es war die falsche V4-Adresse. Also die haben einfach im DNS die falsche Adresse, die falsche V4-Adresse in den Port-A-Record hineingekapselt. Und damit hätte fast alles funktioniert, wenn die richtige Adresse drin stand, wäre es auch gegangen. Für den Kunden war es unangenehm, er hat seinen Wartungstunnel von heute auf morgen nicht mehr aktivieren können. Das große Glück war, dass die ADV da relativ fix ist, also wenn man dort wirklich den entsprechend Verantwortlichen eine Mail schreibt und sagt, das ist das Problem, bitte macht's was. Dann, also es war am nächsten Tag gelöst, das System hat es am Nachmittag reingeschickt und am nächsten Tag in der Früh habe ich das Mail gekriegt und es ist wieder gut, das hat auch wieder funktioniert. Aber das sind so Dinge, also mit DNS habe ich in letzter Zeit schon öfter so meine Überraschungen erlebt, weil eben manche V6-Records nicht ganz richtig gesetzt sind oder weil sie fehlen oder weil die V4-Records fehlen oder. Also auch Clients, die dann versuchen. Mittlerweile ist es so, dass die Betriebssysteme, also unter Linux weiß ich sicher, unter Windows ist es glaube ich mittlerweile aber auch schon so, dass die Betriebssysteme bevorzugt auf IPv6 binden. Also wenn sie im DNS beide Records zurückkriegen, dann bevorzugen sie V6. Und das kann natürlich, wenn ich in so einer Tunnel-Situation stecke, auch blöd sein. Wenn ich jetzt ein Protokoll nutze, das auf Latenzzeiten empfindlich ist, wenn ich zum Beispiel über SSH interaktiv eine Shell betreiben will und ich fahre, weil in Amsterdam gerade schlechtes Wetter im Netzwerk ist, ist es mir schon passiert, dass ich auf Montreal, Toronto, irgendwas da drüben, Kanada, zurückgefallen bin. Und das wirkt sich dann schon übel aus. Also wenn man vom 12. in den 20. Bezirk eine V6-Verbindung über SSH macht und die wird über Kanada geroutet, dann ist das Tippen nicht mehr so interaktiv, wie man das gewohnt ist. Das ist aber eh logisch. Ja, und dann habe ich halt dem SSH-Client, ich glaube -4 ist das beim SSH-Kommando, gesagt, bitte binde dich auf V4. Also das ist etwas, was uns in der nächsten Zeit sicher ab und zu mal beißen wird und die meisten Utilities können das aber, dass man auf der Kommandozeile sagt, bitte nur auf V4 binden. Der Firefox kann auch was. Der Firefox kann auch was für Leute mit kaputtem DNS. Der kann, habe ich auch schon mal verwendet und gebraucht. Ja, bin ich brav. Der kann, genau, Network DNS Disable IPv6, das ist auch ein netter Parameter. Also wenn ich zum Beispiel über einen Tunnel angebunden bin und ich möchte aber von irgendeinem Client mit dem Firefox brauche ich Tempo, dann schreibe ich da hinten einfach True rein, dann löst er einfach DNS nicht über IPv6 auf. Auch wenn ich in einem Netz bin, wo es V6 DNS einfach kaputt ist aus irgendeinem Grund. Genau das war der, das war auch beim gleicher Kunde, anderes Problem. Die waren auf drei DNS-Server eingetragen und der erste war unheimlich langsam, der zweite hat nur V6-Records ausgeliefert und der dritte hat dann funktioniert und das hat also bei jedem Verbindungsaufbau enorm verzögert, weil natürlich die ganzen Timeouts gelaufen sind, bis der Client auf dem dritten DNS-Server runter durchgelaufen ist. Das sind halt so die Geburtswehen, die man da im Moment erleben kann in dem Betrieb. Ich will euch aber jetzt nicht übergebührt strapazieren und langweilen. Wenn es noch Fragen oder Anregungen gibt, gerne. Frage, ja. Wenn ich jetzt sagen, mein IPv6-Backel habe, also mein Subnet habe, so auf dem Router drauf, wird das so dann einfach auch drüber geroutet? Weil zum Beispiel die Provider oder so. Naja, das hängt davon ab, wer mir jetzt das Subnetz herroutet. Wenn ich das gleiche Problem, das ich im IPv4 habe ich im V6 auch, ich kann mir dann einfach irgendein Subnetz nehmen, auch wenn es frei ist, und sagen, da bin ich jetzt. Sondern ich muss ja dem Upstream-Router sagen, hallo, ich bin jetzt für dieses Routennetz verantwortlich und route bitte daher. Und der muss das wieder seinem sagen und, bis halt zum nächsten autonomen System und innerhalb von dem ist das dann eh wieder klar. Also, wenn ich das über einen Tunnelbroker mache, kümmert sich der Tunnelprovider darum, dass das Routing passt. Wenn ich mit meinem Provider mir das ausmache, dann gibt er mir ja den,
den, das IPv6-Prefix, also den Netzbereich, und dann muss er das bei seinen Routern natürlich entsprechend einstellen. Also das Routing ist um nichts anders wie im V4 und es gibt genau die gleichen Dinge zu beachten. Nur eben, wenn man tunnelt, merkt man nichts davon. Ja. Weil das dynamisch der Tunnel-Server macht. Aber wenn ich selber händisch tunnel, muss ich mich darum kümmern. Okay. Danke mal für die Geduld und Aufmerksamkeit.